Gute und herzlich willkommen zurück auf dem Dreisternhof. Nachdem wir das letzte Mal ein paar Probleme hatten, bin ich mal gespannt, wie es heute weitergeht oder läuft. Der kleine Drescher ist abgetankt. Jetzt tun wir noch schnell Mais abtanken. Und dann schauen wir mal, was unseren Helfer bei dem tollen Feld da nachher macht. Der wird sich bestimmt in die Hosen machen oder irgendwelchen Unfug machen. Aber gut, da lassen wir uns einfach überraschen. So, gerade mal einen Schluck nebenher trinken. Ja, unsere Helfer verursachen schon Stress. Deswegen ist die letzte Folge ja auch etwas länger geraten. So. Da will der Helfer nicht mehr, weil er zu lange pausiert hat. Da solltest du doch gar nicht einsteigen. In den Rotzelmesch, bitte. So, der Helfer läuft. Der läuft auch. Tun wir den Helfer mal gleich entlassen. So, dann fahren wir mal unten das Vorgewände an dem kleinen schmalen Stück selbst. Und machen den schmalen Streifen gerade selbst ab. Das wird wahrscheinlich das Beste sein. So. Das ordentliche Arbeiten haben die Giants-Helfer leider noch nicht so drauf. So. Dann gucken wir, ob wir das besser mal hinkriegen. Aber bisher sieht es ganz gut aus. Und bei unserem Glück ist das mehr wie eine Arbeitsbreite, die hier steht. So. Ja, hier unten kann es klappen. Jetzt hier. Nimmt der nicht ganz mit. Aber das soll kein Problem sein. Dann fahren wir gerade noch mal schnell zurück und holen die letzten Reste hier rein. Ja, unser Bison ist auch schwer am Arbeiten noch. 47%, der wird auch gleich wieder voll sein. Der Weizen geht weg wie nix. Und der Drescher ist ja nicht gerade groß. So. Wenn ich dich jetzt da hinten hinfahre und den Giants Helfer aktiviere, hoffen wir mal, dass er nicht ganz so viel Scheißdreck baut. Komm. Jawohl. So, dann tun wir den Helfer gleich abtanken, während er hochfährt. Dann kann er in Ruhe einmal runterfahren noch. Und wir sollten mit etwas Glück alles auf die Rollen draufkriegen. Und sobald unser toller Helfer fertig ist, werden wir dann schauen, wo wir das hinfahren müssen. Und ich habe mir überlegt, die Kartoffel- und Drüben-Mission, die werden wir auch annehmen. Zum einen, es bringt Geld, zum anderen, mit Curseplay kann das ruhig nebenher laufen. Da macht es keinen Aufwand.
Jetzt bleibt der Helfer auch schön stehen. Anders da wie vorhin. Beziehungsweise in der letzten Aufnahme, wo wir ihn doch etwas sehr unsanft gesagt haben: Hallo Helferschen, wir machen das nach unserer Art. Beziehungsweise du wartest zum Abtanken. So. Aber du brauchst jetzt keine unnötigen Kosten zu fabrizieren. Die letzte Bahn machen wir selbst. Oh, jetzt bin ich schon ein Objekt. Ja, Gott sei Dank ist nur ein Spiel, sonst wäre ich wahrscheinlich Matschepampe. Direkt vors Schneidewerk gehupst. Aber das gibt hier die letzte Bahn und dann fahren wir noch schnell abtanken. Und wo müssen wir das dann hinbringen? Mais war das nicht, das war Weizen zur Agri-LB. Und die Agri-LB ist da hinten. Okay. Finden wir. So viel Orientierungssinn sollten wir haben. Gleich das Rohr ausfahren, hoch und dann Attacke. Eigentlich hätten wir auch unseren Traktor da vorspannen können. Der fährt hier etwas schneller. Aber die Karte ist ja nicht groß, also sollte das kein Problem sein. So, jetzt hoffe ich, dass hier alles reingeht. Jawohl, hat alles gepasst. So, kleiner Fiat, dann zeig mal, was du kannst. Und auf geht's zur Agri-LB. Ah, wir fahren außen rum. Auch wenn er nur seine 25 km/h läuft, der Fiat, aber wir genießen die Aussicht und die Karte und lassen den Shader mal laufen, beziehungsweise laden. So. Ah, mal gucken, wie er mit der Steigung zurechtkommt. Der hat ja eigentlich genügend PS. Was mich wundert, dass unser Maisdrescher so gut zurechtkommt. Aber gut. Wir wollen es nicht bereden. Wir werden es ja nachher sehen. Fahren wir mal den Berg hoch. Genau. Wir sind auf dem richtigen Weg. Wir fahren beim Viehhändler vorbei und gucken uns etwas die Karte an. Was auch toll ist, Richie hat neben der Straße, die auch nicht so gerad ist, das Gras flacher gemacht. Wenn man wirklich mal ausweichen muss, findet man trotzdem noch alles gleich. Wie früher, Unterstand an der gleichen Stelle. Wie gesagt, normalerweise braucht man, wenn man die Karte kennt, braucht man die Minimap eigentlich nicht. Es sei denn, man guckt da mal, wo die Verkaufspunkte sind oder wie die heißen. Wenn man dann schon so alt ist wie ich, da vergisst man das ab und zu auch mal. Hat er schöne Birken gepflanzt am Wegsrand. Und auch Tannen. Schön gemischt. Aber was anderes sind wir von Richie F. ja nicht gewöhnt. Deswegen spiele ich die kleinen Karten von ihm auch so gerne.
weil die immer so detailverliebt sind. Jetzt müssten wir eigentlich am Viehhändler genau vorbei sein. Da ist auch eine Scheune. Schöne Weiden angelegt. Oh, und kein Tor, man kann so reinfahren in die Wiesen. Luxus, Luxus, Richie. So eine Wiese bin ich auch am Überlegen noch zu kaufen, statt ein Feld. Und daraus die Lage gemacht. Wäre auch eine gute Idee. Viele große Grasflächen hier. Und eine schöne Map-Begrenzung hat er auch reingebaut. Machen ja viele. Gott sei Dank werden ja nicht mehr die Fototapeten verwendet. Die gehen auch, aber man hat sich ja inzwischen so dran gewöhnt, dass man sagt, ah, wenn dann so oder gar nicht. Auch im 19er laufen hier hinten noch die Fußgänger rum. Auch das hat sich nicht geändert. So, jetzt fahren wir mal geradeaus. Hier sollte die Agri LB sein. Wow, und überdachte Abladepunkt. Das mit den Dächern finde ich auch schon gut. Zack. Und unseren anderen Drescher hat 67%. Gleich nochmal abtanken. Läuft. Okay. Das war der hintere Roller. Die vordere müssen wir auch noch schnell abladen. Und dann bin ich schon mal gespannt, wie viel Taler das noch zusätzlich gibt. "2422 zusätzlich, das ist doch mal was. So, abgeschlossen, abschließen. Wenn die Rolle voll ist mit Mais, dann bin ich mal gespannt, ob der New Holland das packt, die noch zu ziehen oder wie gut er die zieht. So, Helfer schon. Wart mal, bis du neu angesetzt bist, dann tanken wir dich gleich ab. Und dann werden wir die neuen Missionen schon mal gleich annehmen. Oder wenigstens eine schon mal. Und unser eines Feld, das wir haben, ist ja auch noch nicht erntereif. Wenn man, na, mit den Missionsgeräten können wir keine eigenen Felder abernten. Schade. Wäre ja zu schön. Oder geht es inzwischen? Falls ihr da was anderes wisst, schreibt es mir doch einfach gern in die Kommentare. Die Felder sind zum Abtanken recht kurz. Aber es funktioniert. So, jetzt ist der Drescher auch wieder leer.
Dann tun wir hier die Geräte ausleihen für Feld 18. Wo ist Feld 18? 19, 18. Hinter der Getreidemühle. Okay. Aber dann würde ich sagen, wir machen Feierabend für heute. Sehen uns morgen wieder in der nächsten Folge, wenn wir die geliehenen Gerätschaften zu Feld 18 fahren. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Tschüss.